Hey, es nimmt ja auf. Wahnsinn. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Pirate Warriors 3. Und ich weiß nicht, zum wievielten Mal ich diese Begrüßung jetzt gerade mache, weil ich habe jetzt zwar eine Möglichkeit gefunden, diese Mission zu starten, auch wenn ein bisschen was fehlt, wie ihr oben rechts an der Zeit seht. Aber es sind immer noch 89 Minuten und 59 Sekunden übrig, also da fehlen wirklich nur Hundertstel, Zehntel, bla von der Mission. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an und hoffen mal, dass diese Aufnahme jetzt klappt, sonst bin ich wirklich langsam am Kapitulieren. Und eins vorab, macht euch darauf gefasst, dass ich öfters mal speichere und die Aufnahme neu beginne, also eine neue Aufnahme starte, pipapo. Kampfbeginn. シーザーを捕らえることに成功した一味は海賊同盟を結んだ牢の策に従いドフラミンゴが治めているという王国ドレスローザへ向かっていた。その戦場で牢はデンデン虫を使ってドフラミンゴに取引を持ちかける。シーザーを返還する代わりにドフラミンゴは七部会の座を降りる。それが牢の示した条件だった。牢の狙いはドフラミンゴが持つ人造悪魔の実スマイルの製造工場を破壊し、その実を大量に買い込んでいる四皇カイドウの戦力拡大を阻止すること。そのためにシーザーを利用してドフラミンゴを引きずり出し、その間にドレスローザのどこかにある工場を見つけて破壊するというのがローの示した作戦だった。そしてドフラミンゴとの交渉から一夜明け、取引の成否が明らかとなる。長官が来たか。乗ってればよし、乗ってなければ。ドン・キホーテ・ド・フラミンゴ七部会脱退、ドレスローザの王位を放棄。本当に、王位、王様だったんですか。こんなにあっさりことが進むと逆に不気味だな。これでいいんだ。奴にはこうするしか方法はない。で、なんで俺たちの顔まで乗ってんだ。七部会トラファルガーロー、麦わらの一味と異例の同盟。ローに対する政府の審判は不明ですって。ドフラミンゴに集中しろ、作戦を進める。ガチャ。俺だ、七部会をやめたぞ。もしもし、これはモンキー・ディ・ルフィ、海賊王になる男だ。麦わらのルフィ俺はお前に会いたかったんだ。お前が喉から手が出るほど欲しがるものを俺は今持っている。あ、何言ってんだお前。ジョーカー、余計な話をするな。約束通りシーザーは引き渡す。今から8時間後、ドレスローザの北のことをグリーンビット、南東のビーチだ。シーザーをそこへ投げ出す。勝手に拾え。それ以上の接触はしない。寂しい。成長したお前と一杯くらい。じゃあ船はドレスローザにつける。目的を見失うんじゃねえぞ。着いたぞ、ドレスローザ。
wie ihr seht, habe ich diesmal Waffe genommen. Ja, kümmere dich ruhig ums Schiff, Chopper. Und für die, die One Piece kennen, nicht wundern, wenn diese Mission sich hier zumindest am Ende nicht so ganz an den Anime hält, weil die haben das begonnen zu programmieren, pipapo, als Dressrosa noch gar nicht so wirklich abgeschlossen war. Das Spiel ist ja jetzt auch schon eine Weile draußen und ich weiß jetzt noch gar nicht, wie lange Dressrosa jetzt schon abgeschlossen ist, aber ich glaube noch nicht so lange, ne? Dementsprechend haben die da noch ein bisschen mutmaßen müssen. Wobei der Hauptfeind von Dressrosa ja schon relativ schnell klar gewesen sein dürfte. Genau dich habe ich gesucht, Typi. Ich weiß nicht, wann der auftaucht oder wann nicht, aber den brauche ich für ein Schatzereignis. Indirekt zumindest. Weil den muss ich auf jeden Fall irgendwie besiegen, damit Bellamy irgendwann auftaucht, den und andere Piraten-Typis. Ja, den hinderte noch. Ich glaube... Ah ne, da ist noch einer. Ich hoffe, ich besiege jetzt nicht zu viel, weil ich muss außer Bellamy noch was anderes machen, außer dass ich Bellamy besiege. So, aber eigentlich müssten hier am Marine-Typis kommen. Ich frage mich, wo die bleiben. Ich speichere jetzt einfach mal. Und hoffe, dass es funktioniert. Da hat sich nämlich auch schon festgefroren. Spiel gespeichert. Okay, cool. Eigentlich möchte ich nicht ins Hauptmenü zurückkehren. Und bevor ich hier jetzt die Pause beende, starte ich mal schnell in die nächste Aufnahme. Also bis gleich. So, das scheint funktioniert zu haben. Gut. Gut, 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 gut. Wieso? Wieso tauchen die... Hä? Ich verstehe dieses Schatzereignis nicht, ehrlich gesagt. Ja, dann halt nicht. Vorher hat es mal geklappt, aber da ist dann abgekackt, toll. Das ist irgendwie total random, ob der Bellamy auftaucht oder nicht. Kann das sein? Dann probiere ich wenigstens mal hier das noch zu erobern vorher. Das ist nämlich das andere, was man machen soll. Aber das hat nichts mit Bellamy zu tun. Das weiß ich zufällig. So, zack. Vielleicht taucht er doch noch irgendwie auf. Außer, dass man Bellamy besiegen soll, soll man doch noch dieses Ding hier einnehmen. Aber... Ja gut, das Ding hier einnehmen ist kein Problem, das geht ja immer, aber wieso taucht Bellamy nicht auf? Wisst ihr, ich check das nicht. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wie man Bellamy auftauchen lässt, aber ich würde das wirklich gerne mal wissen. Auch wenn ich diese Mission hier nur starten kann, wenn ich meine Optionen ändere, speichere und wieder zurück ändere, was ziemlich suboptimal ist.
Ah, naja, das haben wir ja schon mal festgestellt, dass dieses Spiel hier zwar performance-technisch super ist, aber stabilitätstechnisch ein Graus. Das ist ja nichts Neues. Und ich speichere nochmal kurz. Ja. Ja. Okay. Nein. Und ich starte nochmal kurz eine neue Aufnahme. Bis gleich. So, ich hoffe, die funktioniert. Weil es kommt eine Zwischensequenz. Gleich. Du kommst zu spät, Bellamy. Ich geh mal zu Bellamy. Aber hieß es nicht eigentlich in dem Schatzereignis? Vor der Übergabe. Die sind gerade am Treffpunkt. Das heißt, ich kann es jetzt eh vergessen, weil die werden gleich angerufen werden wahrscheinlich und dann, ne? Dann ist die Kacke so ein bisschen am Dampfen, wenn ich das mal so sagen darf. Ich würde den auch gerne mal sehen wieder. So ein Witzbold, weil es taucht hier jetzt einfach so auf. Ach ja, und jetzt gehe ich wieder. Kann das sein, dass die Mission noch verbuggter ist, als ich dachte? Oh, ich hoffe, das geht jetzt nicht schief. Ah, funktioniert sogar.何言ってやがれ。これからシーザー引き渡した。ドフラミンゴは七部会を辞めてなんかいねえ。シーザーを返しても何の取引を成立しやしねえんだ。俺たちは完全にはめられた。その島から早く逃げろ。急げ。手遅れだ。ジョーカー。俺たちを騙すためだけに。 世界中を欺いたってのか。<笑>そんなバカなことをするはずがないという固定観念が人間の盲点を生む。たとえ七部会であろうと、そんな権限があるはずがねえ。もしできるやつがいるとするなら天竜人くらいのもんだ。 まさか。もっと根深い話さ、ロー。とにかくお前を殺したかった。お前か。 新たに海軍大将に特任された藤虎。噂はよく聞いている。実力は折り紙付きの化け物だとな。コラどうも恐れ入りやす。それで海軍は今回のローの処分をどう決めた。報じられた麦わらの一味の件。記事通り同盟なら苦労。 彼らがローさん、七部会であるあんたの部下になったのなら白だ。麦わらと俺に上下関係はない。記事通り同盟だ。<笑>不器用な男だ、おめえは。では称号剥奪で。
の教育はどうなってんだ、野良犬が。目が見えるかどうかの次元じゃねえな。へえ、どうも。ほんの腕試しで。シャンブルズ。Okay, das hat ja soweit funktioniert, aber ich werde trotzdem mal kurz speichern und die Aufnahme neu starten, also bis gleich. Und weiter geht's. Achte auf der Flamingos Verfolgung. Ja, zur Erklärung, die haben über diese Power vom Dings, vom Lore gerade sein Herz in der Hand quasi. Toll, ne? Die Marine kooperiert mit Piraten. Diese Samurai der Meere. Ja, lasst mich doch mal raus. So. Sanji hat angefangen mit Pazifista zu kämpfen und dass die Musik fiel, das war auch beim letzten Mal so, als ich das hier gespielt habe. Also die Mission ist einfach allgemein scheinbar verbuggt. Ich glaube nicht, dass das so soll. Ich glaub's echt nicht. Das war bisher nie so. Auch bei anderen Stellen, wo es eventuell gepasst hätte, es ein bisschen trauriger zu halten ohne Musik und so. Aber es war bislang nie so. Naja, was soll's. Fujitora. Wäre erledigt. Ja, da hinten noch der Flamingo. Ach, der hat mich schon gesehen, hä? Aber der hält ziemlich viel. Okay, ich nehm's zurück. Der hält doch nicht so viel aus. Aber lässt sich halt schwer treffen. Okay, ich hoffe, das trifft. Ich werde mal schnell schauen, was hier meine Armee so macht. Lore geht's nicht so besonders, Zoro auch nicht, der ist da unten. Da sollte ich vielleicht gleich mal vorbeischauen. Ja, Zoro steht jetzt auch kurz vorm Rückzug, okay. Ich will nur noch schnell Lore holen. Ich hoffe, das funktioniert. Jawohl. Nicht Lore. Der Flamingo. Und jetzt kann ich ja schnell darunter düsen. Nur das sollte ich jetzt nicht speichern, weil wenn das jetzt nicht schaffbar ist, da rechtzeitig runter zu düsen, dann hätte ich mir jetzt sonst ein Game Over in dieser Mission erledigt und das wollen wir ja nicht. Ah, Mann. Und diesmal weiß ich auch, dass es nicht die Heldenpower ist, sondern dass er halt wirklich K.O. ist. Ihr seid zu zweit und kriegt nicht so einen läppischen Pazifista hin. Ihr seid erbärmlich. Ich sollte mir eine neue Kuh suchen. Also wirklich. So, wen haben wir da drüben? Warte mal, Armee-Infos. Gibt's da noch irgendjemand Interessanten? Pazifista, Pazifista. Noch ein Pazifista. Pazifista! Dann gehen wir mal zu dem Pazifista da links. Da habe ich ja auch noch Leute. Upsi. Und ich sollte mal vielleicht auf Nami wechseln. Ja, ich weiß, dass du in Schwierigkeiten bist, Lord. Deswegen beseitige ich deine Schwierigkeiten und gut ist. Meine Güte. So, dann gehen wir Richtung nächsten Pazifista. So.
Au! Oh. Okay, dann hauen wir mal rein. Den Pazifista hat's auch getroffen, sehr schön. Okay, die Bedingungen zum Sieg haben sich geändert. Kizaru ist aufgetaucht. Das ist mir jetzt erstmal egal, ich will den Pazifista hier. Übrigens ist Kizaru, glaube ich, auch irgendwie dafür verantwortlich, dass diese Pazifisten diese Beams schießen können. Zumindest erinnert es doch sehr an seine Frucht, an seine Lichtfrucht da. Neue Kommandant, okay. Der wäre im Rückzug, das ist sehr schön. Kizaru fordert mit der Teleschnecke Verstärkung an. Da ist jemand erschienen. Und Bellamy ist jetzt auch wieder aufgetaucht, ja toll. Das ist nur ein Marinekommandant, Mann. Mach ihn fertig, Sanji. Geht doch. So, und ich kümmere mich um Bellamy und diesen Pazifista da drüben. Aber vorher kurz speichern, ihr kennt das ja. Und weiter geht's. Das ist natürlich nicht so toll für dich, ja, aber da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Nee, nee, du springst hier jetzt nicht rum. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Erstmal noch hier den Sanji dazu nehmen. So, Pazifista. Pass mal, oh, wir machen dich auch noch fertig. Anführer haben wir ja auch, okay. Okay. Stereotorn ist jetzt unseres. Und an das andere kommen wir gerade so nicht ran. Mission erfolgreich. So, ist raus. Okay. Robin ist dabei. Okay, dann holen wir mal Robin. Ich hoffe, das klappt. そんなところにいていいのか、麦わら。お前の欲しがるものがコロシアムにあるってのによ。リンゴ、俺の欲しがるものって何だろう。まあ、聞けよ。飛びつかないはずがねえ。お前の兄の能力。エルス。
メラメラの実。危険のエースの死後、人知れずこの世界に復活したメラメラの実を俺は手に入れたのさ。欲しいだろう、麦わら。兄貴の片身みてえな代物だ。欲しけりゃ取りに来い。俺、欲しい。メラメラの実。エースの能力をどっかの誰かに持ってかれんのは嫌だ。チャンスなら逃すな。後悔してもつまらねえ。こっちは俺たちにスーパー任せろ。いっ、うん、ありがとうフランキー。行ってくる。Und da hatte ich mal wieder zu früh weggeklickt. Aber da war auch so eine Pause, wo ich wirklich dachte, Frankie sei schon fertig. Sorry. Mugiwara を誘い込む罠だろう。あの実を敵に食われたらまずいな。Oh mein Gott, ein Faden, Mingo. Ich speichere nochmal schnell. Und weiter geht's. Zack.Ich glaube, der Fadenmingo ist jetzt irgendwie weg. Scheint so, ja. Dafür sind Piraten erschienen. Schnappt dir die Feuerfrucht. Es ist Showtime. Holt euch die Feuerfrucht doch. Ja, mach ich doch. Ja, ich gehe schon zu Lor, ich gehe schon. Ja, ich bin schon dabei, ich bin schon gerade dabei, Lor. Keine Sorge, wir werden die schon zurückdrängen. Kriegt man alles hin, das ist alles kein Ding. Ach komm, der ist sowas von ins Wasser geflogen.Ja. Kolosseum Ring. Ja, da ist ein Anführer, okay. Ich will mich mal schnell ausrichten. Dem beide auf der Schnauze geben. Schatzereignis, jawohl.黒ひげか。そうさ、久しぶりだな。ぜはははは。メラメラの実はうちのバージェスがいただく。まるでエースが俺の仲間になるようで嬉しいぜ。昔本人には断られちまったからな。エースの能力はお前らにだけは絶対に渡さねえ。取れるもんなら取ってみな。ウィハハハ。 Ja, da muss man dazu sagen, dass sie es hier waren, weswegen Ace gestorben ist. Blackbeard-Piraten sind daran schuld.Komm, friss das, Bartsch. Ich hab dich schon mal besiegt. Ich kann dich auch noch mal besiegen. Das ist kein Ding. Das ist absolut kein Ding. So, kurz speichern. Und weiter geht's.Was? Aitze, nigasane! Kono show mo iyo iyo climax da. Ujitora, Mugiwara tachi o uchitore!
今はあんたに協力しやしょう。過信するように上からも言われてるからね。So, so. Da ist die Torwahrheit. Die muss ich also besiegen. Und dann Kitsura und Kitaru und Fujitora besiegen, okay. Hey Fuji. Fujifilm. Darf ich dich mal besiegen? Fuji? Hast du doch sicher nichts dagegen, Fujifilm. Ist ja nicht das erste Mal, kennst du ja schon. Ja, da guckst du blöd, wart, Kitaru. Ich kann dir auch so eine reinhauen. Ja, guck da blöd, was? Ja, guck da blöd. やってるじゃないの。あ、お前、俺たちを捕まえに来たのか。いや、この男はもう海軍を辞めているはずだ。なっ、ここにある工場を潰しに来たんだな。どうやらお前たちも同じ見てたな。なんだ、そうなのか。じゃあ味方じゃねえか。 青木氏、何を考えている？俺たちの邪魔をするつもりなら。おお、こりゃ懐かしい顔に合うもんだね。まさかその子らに加勢するつもりかい？こいつらはなんだ。まあいい、古巣の連中と戦いたくねえんだ。ここは退いてくれねえか。 この状況じゃそういうわけにもいかんでしょう。わしも上の指示で来てるんでね。そうかい。じゃあ仕方ねえな。やるか。So, nochmal schnell speichern. Ah, jetzt habe ich sogar alles grün gemacht. So. おとなしくしろ、サイボーグフランキー。黙れ。 Frankie lenkt den Feind ab. Ich kenne meine coolen One Piece Pirate Warriors. Die bringen nichts auf die Reihe. Ich muss schnell mal bei Frankie aufräumen. Sonst halt er nachher wieder rum. Das ist, ja, da kann man Gift drauf nehmen. So, was ich jetzt aber noch machen kann, nachdem ich ihn mit dabei habe, ich kann jetzt zu diesen Ausrufezeichen hingehen. Hm,
kann die zerstören, die Telefone, dass da keine Verstärkung gerufen werden kann. Und das war mal wieder die Heldenpower, super. So. Wirklich schön, dass man das kaum unterscheiden kann. Ich weiß gar nicht, ob es da was für gibt, wenn ich das alles zerstöre, aber ich mach's jetzt einfach mal. So. Da ist jemand in Schwierigkeiten. Och, ist dem so. Armee-Info. Nö, dem geht's eigentlich noch ganz gut. Teleschnecke wurde eingefroren. Schon längst. So. Dann gehe ich mal hier zu dem roten Geblinge. Ah. Dauer, das Malfabrik wurden geöffnet. Sehr schön. Ach komm, einen wirst du doch wohl hinbekommen, Frankie. Verarsch mich nicht. Und. Bam! Ja, sag mal, dürfte ich vielleicht mal auch mal was machen? Ja, danke. Mit dem als Kollege ist es halt mega chillig. Weil die einfach nichts machen können, weil sie die ganze Zeit gefroren sind, wenn man X tackert. Was ist denn jetzt? Der Flamingo besiegen, okay. Oder besser gesagt, Don Flamingo. Okay. Das finde ich gut. Alle, die näher kommen, werden in Scheiben geschnitten. Das ist eine Aussage, Zorro. Okay, was geht jetzt wieder? お前、黒ひげ。てめえの力、2年前のヒじゃねえな。覇気も段違いだ。この2年、どこで何してたんだ。うるせえ。チャンピオンのやつはどこ行ったんだ。エースのメラメラの実を返せよ。 あれは俺がドフラミンゴからもらったもんだ。てめえにやる義理はねえ。ドフラミンゴか。どういうことだ。てめえらと同じ同盟だ。四皇と七部会が手を組んじゃおかしいか。ゼハハハハ。麦わら、てめえは住んでのところでいっつも生き延びてきた。 Wieso nicht violett und gelb? Naja, wenn du meinst, es muss grün und blau sein, dann halt grün und blau. So. Nee, den lassen wir echt nicht entkommen. Aber bevor ich ihn fertig mache. Tja, da wissen sie nicht, was sie tun sollen. Kai,
ルフィ。Sabo ist aufgetaucht und arbeitet mit mir zusammen. Sehr schön. Es ist aber schön gemacht hier mit den Fäden. Das ist ja seine Fähigkeit vom der Flamingo. Jetzt übertreib mal nicht, Lor. So, zack. Dann gehen wir schnell da rein. Dann ab in die Fabrik. Durch das Spielzeughaus, ja. Ja, das glaube ich schon Blackbeard. Das glaube ich schon Teach. Ich teach dir jetzt a lesson. So machen wir das jetzt nämlich. Wow. Da bin ich mal ein bisschen im Boden versunken, so sehr habe ich mich gerade geschämt, dass ich das nicht bemerkt habe. Dass der da was vorhatte. Aber es gibt mir schon alles hin. Und zwar damit. Ich sollte vielleicht hier raus. Ich glaube, das wäre sonst nicht gut, wenn ich da drin stehe.
Na komm, ich hau dir erst einfach eine rein. Schieb den doch nicht weg! Was ist das denn, ey? Ihr habt's auch gesehen, der wurde einfach rausgeschoben, das Spiel cheatet. Aber sowas von. Teach zieht sich zurück. Ja, so muss das. いるなんて話が違うじゃねえか。ドフラミンゴの野郎。黒ひげは引いたか。これで残るはドフラミンゴだけだ。やっぱサボは強えな。おい、お前と麦わら屋はどんな関係なんだ。ルフィは俺の弟だ。よろしくな。 弟だと。革命軍のナンバー2と麦わら屋が兄弟。サボもエースも俺の兄ちゃんだ。子供の頃に3人で修行してて最初に海に出たのがサボなんだ。ずっと死んだと思ってたのに生きてたんだな。サボと一緒に戦えるなんて嘘みてえだよ。立場や目的は違えど目の前の敵は同じだ。 さあ、ドフラミンゴを倒しに行くぞ。俺の爪は決して折れない。邪魔者は消えたな。工場を破壊する気なら急げ。俺たちにスーパー任せろ。ボルト zerstört、sehr schön。 Ich frag mich gerade nur, was ich jetzt machen soll. Der Flamingo ist aufgetaucht und ich starte mal schnell eine neue Aufnahme. Bis gleich. So. Dann geht mal immer auf der Schnauze. Wenn wir da irgendwie hinkommen. Na, die Pazifist, das kontrolliert er ist also auch. Na gut. Ihr seid alle meine Familie. Nur, dass ihr es wisst. So, bam. Münzen erhalten. Noch mehr Münzen. Ich will ja nichts sagen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, sieht dieses sich zu Eis machen vom Aokichi oder wie der hieß, für mich eher aus wie sich zu Metall machen. Das hat er sich bestimmt von Mario abgeschaut. Der macht sich auch gerne mal zu Metal. Ja, zack. Den haben wir auch. Gut. Bevor ich jetzt zu der Flamingo gehe, schaue ich nur schnell, dass da unten niemand abhaut von meinen Leuten. Ich glaube, ich werde danach da so ein bisschen eingesperrt. Deswegen... Habe ich die mal schnell erledigt. Stimmt, ich muss ja hier rauf, okay. Da-da-da-da-da-da.
Aber ich habe wieder Musik, fällt mir gerade auf. Wie seit wann ist die Musik wieder da? Hä? Also diese Mission ist sehr strange, Leute. Die ist sehr, sehr strange. Und dieser Boss ist auch sehr einzigartig, der Flamingo. Ihr werdet schon noch sehen, warum. Okay, der Controller reagiert noch. War mir gerade nicht sicher, ob es am Controller lag oder ob ich einfach nur zu lahm war. Weil ihr seht schon, der trifft mich ziemlich gut und lässt sich ziemlich schwer treffen. Naja, so. Meine erste Form hätten wir. Und jetzt macht er nämlich Fakes. Nicht nur das. Oh, ich will hier runter. Immer schön ausweichen. Ist das jetzt der Richtige? Ich hoffe. Ja, das sieht gut aus. Ja, so, letzte Form. Ah, ich bin hier, okay. Dahin. Erscheint mir sicher. Okay, dann mach mal den hier. Und auf ein neues. Oh, jetzt ist er betäubt. Ja, den Treffer habe ich jetzt in Kauf genommen. So, gleich haben wir ihn. Ich speichere lieber mal nochmal. So. Aber eine neue Aufnahme will ich jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal machen für die letzte Szene. Nice. To be continued. Ja, aber nicht mehr in diesem Spiel. SSA, ja, diesmal hat die Zeit abgekackt, aber die Ausrufezeichen haben geklappt. Das erste Mal, als ich das gespielt hatte, offscreen, da war es umgekehrt.
beziehungsweise habe es offscreen dann beendet, nachdem die Zwischensequenzen abgekackt hatten. Diesmal haben die Zwischensequenzen funktioniert, aber ich habe trotzdem lieber immer wieder mal eine neue Aufnahme gemacht. Ich weiß nicht, was da los ist. Naja, gut, schauen wir mal. Wir dürften wieder ordentlich was bekommen. Ja, durchaus ein paar Münzchen. Und dieses Ende, wie es gerade passiert ist, ist so eigentlich nicht passiert, dass die alle da waren. Im Prinzip hat jeder so ein bisschen so einen eigenen, Untergebenen von der Flamingo besiegt. Da hatte der so 7, 8, 9 Megatypies da, die mega stark waren, diese Don Quixote-Familie. Und da hat im Prinzip jeder von den anderen Strohhüten so ein bisschen einmal besiegt, einem auf der Schnauze gegeben und dafür hat der Flamingo dann erledigt. Und dieser Eistyp da war eigentlich gar nicht da. Aber naja. Im Großen und Ganzen hat es dann doch einigermaßen hingehauen. Muss wohl auch soweit schon gewesen sein, dass klar war, dass der Flamingo Leute kontrollieren kann und hier sich klonen kann über so Fäden quasi, dass er sich, was heißt mit klonen, nicht wirklich, aber er kann Doppelgänger erzeugen quasi. Von daher schon weit genug, als dass der Großteil gestimmt hat. Nein, ich möchte sie nicht automatisch einfügen und da haben wir beim Bartsch was bekommen. Bis sie die Bartsch insgesamt 7-mal Fleisch für Stärke plus. Schön. Und ordentlich Money. Das letzte Mal waren es 3 Millionen, als ich das hier gemacht habe. Wieso ist hier nur, diesmal nur 1,69? Naja, was soll's. Ist ja auch wurscht. Das Schöne daran ist... Also das Schöne daran, dass die Sequenzen klappen, ist, dass ich sie nicht im Nachhinein auch reinschneiden muss. やってくれるじゃねえか。まあいい。ガチはお前らに譲ってやる。ミンゴ、待て！クジトラ。四皇黒ひげと同盟を結んだドフラミンゴは今や海軍の標的。手出し無用に逃げやす。こいつらが俺の仲間なんだ。こいつは、いや悪い、俺はそろそろ行かなくちゃならねえ。え、もう行っちまうのかよ。俺にはやり残してることがある。何、またすぐにどこかで会えるさ。お前らルフィはいいやつだろ。昔と全然変わらねえ。出来の悪い弟を持つと兄貴は心配なんだ。お前らもこいつには手役だろうが、よろしく頼むよ。サボ、サボ、待たな。サボ、サボ。あいつ、いい仲間を見つけたな。お前もそう思うだろう、エース。麦わらや、俺の目的は果たした。同盟は終わりだ。トラオ、カイドウってやつをぶっ飛ばしに行くぞ。
前には借りもできたし、ね、麦わら屋、いいだろ、もう少しだけ付き合ってやる。Und da sind sie, die Credits. Ja, ja. Ach ja. Feedback. Fazit, wie auch immer man es nennen will. Soweit bietet sich das ja immer bei den Credits sehr gut an. Ich möchte es jetzt diesmal so ein bisschen unterteilen. Und zwar zum einen zum Spiel an sich und zum anderen zur PC-Version. Könnt ihr euch schon sicher denken, worauf es hinausläuft. Spiel an sich, bombastisch, gute Grafik. Und ja, also was heißt gute Grafik? Es ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, ja, mit diesen, ich sag mal, knetartigen Figuren und so, aber ja, bietet sich dann doch echt recht gut an und man gewöhnt sich schnell dran und eigentlich schon recht passend zu One Piece. Genauso wie eben der Pirate Warriors, nicht Pirate Warriors, der Warriors Kampfstil, das Warriors Gameplay, passt sehr gut zu One Piece. Die Story wurde eigentlich echt gut, meiner Meinung nach, gekürzt für dieses Spiel, aber es ist eben so, dass es dass das Wichtigste noch drin ist. Klar, einige Details fehlen, die vielleicht schön wären, aber die zur Hauptstory an sich nicht viel zur Sache tun. Im Anime hast du da ja noch viel mehr Rückblenden in die Vergangenheit und Pipapo gehabt. Klar, sowas ist hier natürlich, irgendwo muss man natürlich dann sagen, okay, das müssen wir jetzt kürzen. Ja. Also, sehr, sehr schönes Spiel, wirklich, muss man schon so sagen. Aber, jetzt kommt das große Aber, die PC-Version, von der würde ich wirklich abraten. Die PC-Version ist ein Graus, ist auch am Ende, ihr habt es ja gesehen, weil man startet nicht mal hier die letzte Story, dann stürzt das Spiel auch gerne mal ab. Kann man auch in den Steam-Foren und so weiter und so fort das eine oder andere lesen. Auch bei Spieletricks, Pipapo, gibt es zig Beiträge darüber, dass das Spiel einfach mal gerne abschmiert. Also nicht nur hier jetzt durch die Aufnahme. Gut, die Aufnahme unterstützt das Ganze. Kann eventuell auch so dadurch sein, dass eben diese Aufnahmeprogramme wie Dextro oder Bandicam eben auch so eine Verblendung einbringen mit der Framezahl und sowas. Mögen ja manche Spiele auch nicht so gerne. Blizzard hat da auch so seine Probleme bei ihren Spielen. Da haben sie auch einen Support-Beitrag dazu. Also klar, in der Aufnahme passiert es häufiger, aber es passiert auch ohne. Das kann ich euch auch bestätigen, als ich mir Offscreen nach Barry gesucht habe und so weiter und so fort. Und ja, es passiert auch ohne. Mit zwar häufiger, aber ohne auch. Und ja, also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann spielt lieber die Blazy-Variante. Ich vermute mal, dass die da ein bisschen stabiler ist. Auch unter anderem deswegen, weil die ersten beiden Teile von Pirate Warriors, Pirate Warriors 1 und 2, die waren ja auch PlayStation-only. Die waren exklusiv auf der PlayStation, soweit ich weiß. Gut, es mag sein, dass es da vielleicht noch PS Vita-Varianten oder so gibt, aber eben auch PlayStation. Da gab es nie eine PC-Variante. Dieses Pirate Warriors 3 hier ist das erste, wo es eine PC-Variante gibt. Was ich sehr begrüße, weil ich eben keine Blazy habe. Aber die PC-Variante wirklich. Es gibt ja dann auch Gamepad-Probleme teilweise, dass sich die Kamera einfach munter im Kreis dreht und pipapo. Also dieser Port für den PC ist echt nicht unbedingt der beste, sag ich mal. Aber trotzdem, wenn man keine andere Möglichkeit hat, eine schöne Sache. Aber trotzdem, wenn man eine andere Möglichkeit hat, spielt es auf einer anderen Plattform als auf dem PC. Trotzdem würde ich das, dem Spiel jetzt soweit sagen, lohnt sich schon. Aber ja, ich hoffe, für euch hat sich auch dieses Let's Play gelohnt. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Und es geht ja noch weiter, das Let's Play ist ja noch nicht zu Ende, nur die Story ist zu Ende. Es geht ja noch im Traumlog weiter. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns da wieder, ne? Was sagst du, Roter Schenk? Ist so, oder?
go to new adventure. Übrigens habe ich mir die ganzen Zwischensequenzen auch zum ersten Mal angeschaut. Ich habe die Story zwar schon mal gespielt, offscreen, weil beim ersten Mal beim Versuch, das aufzunehmen, hat es ja gleich erst gestartet. Beim nächsten Versuch, wo ich es gestartet bekommen habe, ist es immer bei den Zwischensequenzen abgeschmiert und jetzt habe ich es ja eigentlich einigermaßen hinbekommen. Aber ich habe da dann eben beim Offscreen fertig spielen die ganzen Zwischensequenzen weggeschmissen, habe da immer die überskippt. Deswegen war das gerade auch für mich neu, was in den Zwischensequenzen passiert. Aber ja, ist recht cool, auch wenn uns leider die eine fehlt mit dem ersten Schatzereignis, weil jedes Schatzereignis auch eine Zwischensequenz freischaltet. Aber was soll ich machen, wenn der Bellamy-Typ nicht erscheint? Also, ja, ist halt schade. Ist halt schade, schade, Schokolade. Weil ich kann es euch auch nochmal zeigen, hier Schatzereignis. Besiege Bellamy vor der Übergabe und erobere Queen Bit Nordwest. Und wenn Bellamy nicht vor der Übergabe erscheint, sondern erst während der Übergabe, dann kann ich da halt nichts machen. Davor, als es mal geklappt hat, da habe ich einfach die ganzen Piratentypis besiegt und dann kam der auch schon. Aber das habe ich ja jetzt auch gemacht in dieser Aufnahme und das ging irgendwie nicht. Und ja, ich habe davor auch die Marine-Typis stehen lassen, aus dem Grund, weil die dann verzögern, dass der Cäsar nach oben zum Übergabepunkt gebracht wird. Und Bellamy kann trotzdem, also dass ich die nicht besiegt habe, daran kann es nicht liegen eigentlich. Naja, keine Ahnung, wahrscheinlich ist die Mission einfach nur ein bisschen arg verbuggt, was soll's. Gut, aber wie gesagt, es geht das nächste Mal noch weiter im Traumloch. Aber die Story ist hiermit zu Ende. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal dann noch im Traumlog die nächsten Male wiedersehen. Da lässt sich dann noch der ein oder andere Charakter auch freischalten. Und ja, soweit würde ich sagen, war es das erstmal. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.